habe ich mir geleistet heute. Wieso leistest du dir unter der Woche eine Rose? Einfach. Ja komm, nein, als Aufsteller. Einfach so für dich? Ja. Nicht irgendwie neue Liebe, grosser neuer Job. Nicht nein. Ganz, nein. Einfach so? Ja. Dürfen wir mal schmecken? Interessant. Okay. Es schmeckt ziemlich nach Rosen. Was leistest du dir heute? Ja, ich hoffe 300 Franken. Professionell, wie wir es abgesprochen haben. Aber gibst du ein anständiges Pfand? Ja, und meine Uhr. Uhr? Oh. Gibt es da ein Ding dazu, eine Geschichte zu dieser Uhr? Nein. Ja, ich habe sie auf den Geburtstag bekommen. Ah, Geburtstagsuhr? Ja. Hey, schenkt doch die Heim mal mehr Uhren auf den Geburtstag. Dann haben wir attraktive Pfänder. Wird verbohrt. Ja. Es geht schneller, als ihr euch das vorstellen könnt. Ich setze natürlich jetzt alles daran, dass ihr zwei verliert. Wie heisst du? Bea. Fabienne. Bea und Fabienne, seit wann gibt es Helikopter? 1921, 1939. 1921, der dänische Ingenieur Ruth Dahlen ist zum ersten Mal für eine halbe Minute mit einem Helikoptermodell geflogen. Also seit wann gibt es das? Oder B, der Igor Sikorsky hat mit dem VS-300 einen Vorläufer vom heutigen Helikopter gebaut. A. Falsch, B. Der Igor Sikorsky. Wie du wolltest das gerade alles selber machen, ja bitte. Nein. Nein. Nein, geht nicht. Du hast Glück gehabt. Batterie ist leer. Darf ich etwas sagen? Ich habe meinen Finger eingeklemmt. Ah, Schmerz. Heben mal schnell. Ich bin high. Das ist ja eine ganz gefährliche Maschine. Das glaubst du gar nicht. Hör auf lachen. Ein doppelter Palsteck ist was? Ein was? Doppelter Palsteck. Ein scharfer Schnaps oder ein typischer Knopf bei den Seglern? Knopf. Mhm. B. Stimmt, Knopf bei den Seglern. Was ist bis zur Erfindung des Aspirin im... Was machst du eigentlich beruflich? Das KV. Ich auch. Was ist bis zur Erfindung des Aspirin 1898? Wie heißt dein Freund? Michael. Im Moment kennen. Nein, das ist unbegreiflich, aber ich wollte wissen, ob es stimmt. Dass ihr Michael heisst. Ja, stimmt. Ah, gut. Was ist bis zur Erfindung des Aspirin im Jahr 1898 in den USA das am häufigsten verwendete Schmerzmittel war? Cannabis oder Kamille? Cannabis? Ja, würde ich sagen. Sicher? Nein. Ich weiss es nicht, ich habe das Kamille gesehen. Was? Ah, oder ist Cannabis? Ah, ist Cannabis. Ja. Ein Schmerzmittel? Ja. In den USA, wo also blöd sind? Sicher, mal. Stimmt. Was hat die Schweizerin Monique 1999 mit dem Lied einmal so gewonnen? Grand Prix von der Volksmusik oder der Concours Eurovision? Ah. Ah. Bist du Volksmusik-Fan? Nein, meine Eltern. Aha. Willst du sie grüßen? Ja. Letzte Frage. Robert Kennedy ist 1968 bei einem Attentat erschossen worden. Und er war A, der jüngste gewählte amerikanische Präsident, oder B, der Justizminister und Senator. Ah. Falsch, B. Scheiße. Ist der Bruder von John F. Kennedy. So, probieren wir das nochmal mit dem Finger einklemmen. Ja. Geht der ganz aussen. Wo sich verletzt ist die nicht. Ja. Oh, 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 oh. Scheiße. Ja. Eben. Ich probiere es. Nein, kann immer schlimmer nicht kommen. Es geht nicht. Wieso haben wir nicht den dort genommen? Die alte die Frau tut wieder Finger ins Spiel. Gehen Sie weg mit ihren Fingern. Ich will den in der Mitte. Ja, du willst den in der Mitte, du bist ja eine Lustige. Ja. Noch umbuchen. Nein, schau, es geht nicht. Ich wäre da nicht so sicher. Also wir sind da schon drin, siehst du? Das ist aber noch ein Saphirglas. He? Muss ich mal einen Hammer einstellen? Wir machen den Hammer da. So. Schau mal, jetzt geht der Zeit schneller. Siehst
Interessant. Das Gäbige ist, du kannst es jetzt so aufziehen. Ja, super. Du musst jetzt nicht mehr an dieser Krone rummachen. Ja, merci vielmals. Danke vielmals. Heute ist dein Glückstag, man muss sich auch mal etwas leisten. Gell?